Was läuft, Freunde? Ich muss heute mal tatsächlich so ein ernstes Statement machen. Ich muss Stellung nehmen zu Geschehnissen, die hier passieren in hiesiger Szene. Und zwar, ihr kennt ja die Story zu Köftespieß, Haval Grill aus einem Meme. Es ist ein Franchise geworden, wo wir jetzt viele Läden aufmachen in Deutschland und auch im Ausland, so Gott will. Und es gibt den Köftespieß tiefgefroren und den Cheese-Köfte, den Sujuk-Köfte, alles gut. Daran zu arbeiten macht übertrieben Bock und mit euch gemeinsam, das sind ja auch eure Ideen. Deswegen, ich freue mich einfach. Jetzt ist aber die Sache, dass da etwas passiert gerade. Und zwar gibt es so eine ganz große Firma, Marke, Brand, die Smoothies machen. Die heißen True Fruits und kommen tatsächlich auch aus Bonn wie ich. Und die haben jetzt ein Smoothie gemacht mit dem Namen Köftespieß. Und das ohne meine Erlaubnis, ohne mich zu fragen, ohne dass wir es genehmigen. Das ist kein cooler Move. Ich zeige euch das mal. Hier seht ihr das. Das sind Smoothies von True Fruits. Die kennt man, glaube ich. Ne? Das sind so die Smoothies. Und das ist einer, da sieht man es nicht so gut, aber hier sieht man es. Ne? Ein Köftespieß und mit gar keinem reden. So, das haben die gemacht, ohne von mir die Erlaubnis oder die Genehmigung dafür zu bekommen. Die haben mich nicht mal gefragt. Und jetzt ist das Ding. Ich stelle euch ein Ultimatum. Es gibt eine Deadline und ich erkläre euch jetzt die Details dazu. Das geht an True Fruits, an die Anteilhaber, an die Gesellschaft, an die Geschäftsführer, an alle Leute, die in charge sind für diese Company. Das hier geht an euch. Bis Montag, den 11.01. will ich 20% von eurem Unternehmen haben. Von mir aus haut ihr Granini raus oder lasst den 15 und 20 gebt ihr mir. Wenn ihr das nicht tut bis Montag, ich verspreche euch, so wahr ich hier stehe, ihr bekommt lebenslang Hausverbot in jedem Haval Grill in Deutschland. In Deutschland.